Herzlich willkommen zur vierten Folge von Seeburg SV TV auf Havelland TV. Am 9. Spieltag stand für die erste Männermannschaft das Derby gegen Rot-Weiß-Groß-Glienicke auf dem Programm. Für einen Spieler sollte es ein ganz besonderes Spiel werden. Für wen sehen Sie im folgenden Bericht aus der ersten Kreisklasse. Für die Seeburger in den grauen Trikots sollte es ein ruhiges Spiel werden. Aber eins vorweg, achten Sie auf die Nummer 23. Die erste größere Aktion für Seeburg gab es in der 11. Minute. Dieser Freistoß, verlängert durch Kunze, prallte jedoch vom Pfosten ins Aus. Nur 4 Minuten später, Robert Krimin versucht es einmal. Zweimal. Querpass durch Hommelsheim. Und aller guten Dinge sind, genau, 3. Krimin zum 1:0 nach 15 Minuten. Von Groß-Glienicke kam bis zur 38. Minute keine Aktion, nur dieses Abseitstor. Die Bengalos aus dem Glienicker Fanblock zeigen wir an dieser Stelle mit Absicht nicht. Dafür aber diese Aktion aus der 53. Minute. Verunglückter Pass, gut weitergeleitet zu Kremin und der macht sein zweites Tor heute. In der 66. Minute dann diese kuriose Szene. Eine unglückliche Grätsche von Groß-Glienicke passt den Ball zu Schuker. Der rennt bis zum Strafraum, spielt den Ball nach rechts und Robert Krimin schießt das 3:0. In der Nachspielzeit dann dieser Sololauf von, na klar, Robert Krimin. Der rennt über den halben Platz, tänzelt zwei Gegenspieler aus, schießt an den Pfosten und dann doch noch ins Tor zum 4:0 Endstand. Also mich freut es sehr, dass Robert 4 Tore gemacht hat. Der muss ja einiges einstecken in der Kabinenansprache. Man hat ja gesehen, dass es gefruchtet hat. Er hat eine super Leistung, vor allem in der zweiten Halbzeit oder ausschließlich in der zweiten Halbzeit geboten. Vor allem sein viertes Tor war eine Krönung seiner Leistung. Etabliert in der ersten Kreisklasse. Und jetzt? Also wir schauen von Spiel zu Spiel. Wir würden gern, soweit wie es möglich ist, nach oben aufschließen, sodass vielleicht gegen Saisonende noch was gehen würde. Robert Krimin macht 4 Tore. Seeburg gewinnt das Derby gegen Groß-Glienicke mit 4:0. Das Abenteuer-Landespokal ist für die A-Jugend in der dritten Runde unglücklich zu Ende gegangen. Ein Bericht zum Spiel gegen Viktoria Templin. Mit einem 1:3 hat sich die A-Jugend aus dem Landespokal in der dritten Runde verabschiedet. Leider trug auch der Schiedsrichter seinen Teil dazu bei. Er übersah dieses Handspiel im Templiner Strafraum, als auch dieses Abseitstor. Aber ohne Assistenten an der Seitenlinie ist dies natürlich nicht ganz so einfach. Dem vorausgegangen sind 2 Tore der Templiner in der 37. und in der 39. Minute. Ein Hoffnungsschimmer war das Tor von Fabian Hilz in der 62. Minute zum zwischenzeitlichen 1:2. Es hat einfach nicht gereicht an diesem Tag. Jetzt gilt die Konzentration der Liga und dem Kreispokal. Die erste F-Jugend ist weiter auf Erfolgskurs. Die fachlich fundierte, qualitativ hochwertige Arbeit des Trainerduos Merkel und Sikora trug bereits in der letzten Saison dazu bei, dass die Mannschaft die Kreisklasse auf Platz 1 beendete. Und auch in der höherklassigen Kreisliga zeigen die Kinder, dass ihre Freude am Fußball, die fortlaufende Verbesserung ihrer Technik und der Gemeinschaftssinn die Basis für ein erfolgreiches Abschneiden sind. Obwohl die Mannschaft erst aufgestiegen ist, belegt sie schon wieder einen oberen Tabellenplatz. Es passt einfach zwischen Team und Trainer. Am Rande des Ligaspiels der ersten Männermannschaft gegen Groß-Glienicke fand die Ehrung zum Seeburger SV Tor des Monats August statt. Dem Spieler Dennis Wolf gelang dieser entschlossene Schuss, nachdem er sich stark gegen den Verteidiger durchgesetzt hatte.
Die kompletten Spielberichte und die neuesten Infos immer auf unseren YouTube- und Facebook-Seiten. Wenn Sie Lob, Kritik oder Fragen zum Seeburger SV oder unserer Sendung haben, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an die unten eingeblendete Adresse. Die nächste Sendung gibt es dann in 4 Wochen. Bis dahin, tschüss und alles Gute.